Das allgemeine Wahlrecht ist eine Errungenschaft des späten 19. und 20. Jahrhunderts. Das Wahlrecht ist ein Privileg. Das sieht man an den Entwicklungen und harten Kämpfen für dessen Ausweitung, von vermögenden zu weniger vermögenden Schichten, von den Männern zu den Frauen und von den über 20-Jährigen zu den unter 20-Jährigen. Ein allgemeines Wahlrecht bestand bereits bei der Gründung des Deutschen Reiches. Doch zur wahlberechtigten Allgemeinheit konnten sich nur 20% der Bevölkerung zählen. Dies lag daran, dass zum einen Frauen vom Wahlrecht ausgeschlossen waren, zum anderen, dass das Wahlalter bei 25 Jahren lag. Aus historischer Perspektive betrachtet ist das aktive und passive Wahlrecht, also das Recht zu wählen und gewählt zu werden, für Frauen erst 100 Jahre jung. Auch heute noch ist die Sitzverteilung von Frauen, Männern und allen anderen nicht gleich. Bis 1972 betrug das Wahlalter noch 21 Jahre. Und heute wird bereits debattiert, ob das Wahlalter nun auf 16 Jahre herabgesetzt werden sollte. Einerseits wird damit argumentiert, dass dann mit den etwa 1,5 Millionen NeuwählerInnen eine ausschlaggebende Veränderung der politischen Landschaft zu erwarten wäre. Andererseits wird den Befürwortern der Herabsetzung des Wahlalters ein persönlicher Eigennutzen vorgeworfen. Es gilt jedoch Folgendes festzuhalten. Wer das Recht zur Wahl hat, darf mitbestimmen, welche Gesetze in dem Land, in dem er oder sie lebt, gelten. Deshalb ist die Frage danach, wer wählen darf, auch eine Frage danach, wer mitbestimmen darf und als mündig anerkannt wird. Wer nicht wählen darf, hat wenig Einfluss darauf, wie der Bundestag zusammengesetzt wird. In Deutschland darf jede Person, die ein aktives Wahlrecht besitzt, wählen. Das aktive Wahlrecht ist das Recht, sich an der Wahl durch Stimmabgabe zu beteiligen. Du bist bei der Bundestagswahl wahlberechtigt, wenn du Deutscher oder Deutsche im Sinne des Grundgesetzes und am Wahltag mindestens 18 Jahre alt und im Wählerverzeichnis eingetragen bist. Wenn du seit mindestens 3 Monaten deinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hast oder dich sonst gewöhnlich dort aufhältst. Und zu guter Letzt nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen bist, zum Beispiel durch richterliche Beschlüsse. In der Regel bist du stets in der Gemeinde wahlberechtigt, in der dein Hauptwohnsitz gemeldet ist. Dort wirst du automatisch in das Wählerverzeichnis eingetragen. Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sind nicht wahlberechtigt. Nach dem Statistischen Bundesamt lebten im Jahr 2019 21,2 Millionen Menschen mit einem Migrationshintergrund in Deutschland. Das sind ganze 26% der Bevölkerung. Etwa 11,1 Millionen von ihnen haben einen deutschen Pass. 10,1 Millionen nehmen aktiv an der Gesellschaft teil, haben aber keine deutsche Staatsangehörigkeit. Dadurch bleibt ihnen die Teilhabe an der Politik weitgehend verwehrt. Die Frage der Wahlberechtigung ist noch immer diskutiert, denn erst am 16. Mai 2019 hat der Bundestag die Wahlausschlüsse von Menschen mit Betreuung in allen Angelegenheiten aus dem Bundeswahlgesetz gestrichen. Bis 2019 waren mehr als 85.000 volljährige Menschen mit Behinderung vom Wahlrecht ausgeschlossen. Seit 2019 geht ein inklusives Wahlrecht für alle. Also wenn du wählen darfst, nutze dein Privileg. Entscheide, was dir wichtig ist und geh wählen.